Sie kennen das aus Ihren Bereichen in Stuttgart wahrscheinlich, dass Wohnraum nicht besonders erschwinglich ist, mal ganz abzusehen davon, dass er gar nicht zur Verfügung steht. Das ist in den Ballungsräumen bekannt, aber dass das im ländlichen Bereich auch so ist, vielleicht nicht immer so. Also bei uns ist das so, das ist das ländliche Oberschwaben. Da ist das so, dass, sage ich mal, gefühlt in jegliche Richtung innerhalb von einer Viertelstunde, 20 Minuten ist irgendein Hightech-Unternehmen, irgendein Weltmarktführer. Bedeutet, dass Gegend sehr bei hochqualifizierten Arbeitnehmern ziemlich beliebt ist. Also es ist auch Geld dann in der Gegend. Das ist aber auch für die Gemeinden ein Problem, weil der Druck auf die Siedlungsgebiete, auf die Grundstücke, auf den Wohnungsmarkt extrem stark geworden ist. Also es ist so, dass mittlerweile also wirklich in immer schnelleren Abständen Neubaugebiete generiert werden, die dummerweise aber nur mit großen Einfamilienhäusern auf großen Grundstücken realisiert werden. Mehrfamilienhäuser sind da eigentlich praktisch nicht dabei, wo man günstigeren vermietbaren Wohnraum bekommen könnte. Das ist ganz schwierig. Ist bei uns in der Gemeinde traurigerweise so, dass überhaupt kein Wohnraum zur Verfügung steht. Wenn Sie bei uns, das ist eine 3000 Einwohnergemeinde, wenn Sie da was suchen, Sie werden nichts finden. Es funktioniert einfach nicht. Diese großen Neubaugebiete, die außenrum entstehen, zersiedeln aber den Raum extrem. Die legen sich wie so ein Donutring, immer in einzelnen Teilen um die alten Dorfkerne rum. Der Dorfkern selber, das Dorf verliert sein Gesicht dadurch, aber eigentlich auch seinen ganzen Inhalt. Das Dorf selber ist nicht mehr wichtig. Außenrum die Neubaugebiete, das, wo die Musik spielt. Die alten Läden gibt es nicht mehr, die Kneipen gehen ein. Die sind nicht mehr da, in den Einfallstraßen, an den Ausfallstraßen steht halt ein Supermarkt. Was viele dabei tatsächlich nicht so ganz berücksichtigen ist, erstens mal geht das langsam, das geht nicht so schnell, man nimmt das nicht sofort wahr. Aber dieser Flächenfraß ist extrem. Das geht ganz schnell vonstatten und ist auch in einem großen Amount. Also es ist so, die Bundesrepublik hat sich eigentlich 2006 schon selbst das Ziel gesetzt, 2020 nur noch 30 Hektar pro Tag zu versiegeln. Wir haben 22, es sind noch 54 Hektar. Viel zu viel. Das bedeutet auch, diese großen Neubaugebiete, nicht, dass sie nur den Boden versiegeln, also Versiegelung von Boden bedeutet, er fällt aus als CO2-Speicher, als Wasserspeicher, die Bodendiversität ist nicht mehr vorhanden. Und was natürlich auch noch ist, landwirtschaftlich genutzt werden kann auch nicht mehr. Also unter den jetzigen Gegebenheiten ist das ja schon wieder ganz wichtig auf einmal geworden. Früher hat da keiner so richtig drüber nachgedacht. Das ist tatsächlich ein Problem. Und dann ist so, dass für diese Realisierung dieser Riesenwohngebiete ziemlich viel Energie aufgewendet werden muss. Also das ist so, dass die Bauindustrie etwa 30% des gesamten CO2-Ausstoßes ausmacht. Also ist die Frage, braucht man diese Riesenwohngebiete eigentlich? Muss man das machen? Zumal noch dazu kommt, dass von dieser Fläche, diese 54 Hektar pro Tag, 60% Verkehrsflächen sind. Also für Autos. Verkehrswege, Parkplätze, sonstige Sachen. Was dabei auch völlig vergessen wird, auch von den Gemeinden selber, diese Straßen zu bauen, das wird subventioniert, das geht relativ günstig. Aber warten muss man die selber. Das wird nicht mehr bezuschusst. Das bedeutet, dass sie für so einen Kilometer Straße eigentlich zwischen 25.000 und 30.000 Euro im Jahr ausgeben müssen. Und so eine kleine Gemeinde hat mindestens 40 Kilometer davon. Das wird aber nicht gemacht. Bedeutet, wir verlagern das auf unsere Kinder und Kindeskinder. Die haben dann damit den Ärger, wir eher nicht. Um sich dann mal ein kleines Bild draus zu machen, wie extrem diese ganze Versiedlung funktioniert, kann man sich mal hier in unser Landesvermessungsamt einloggen und mal Befliegungskarten aus den 68er Jahren angucken. Das hier hinter mir ist so eine. 68 ist alles beflogen worden und es ist 2018 wieder beflogen worden. Das ist unser Nachbarort. Sie sehen, das ist 68. Jetzt sehen Sie so langsam, wie der 2018 aussieht. Also extrem. Die meisten machen sich keine Gedanken, weil das alles langsam passiert. Das geht nicht schnell, das geht langsam und keiner merkt das, wie extrem das wirklich ist. Machen Sie sich mal das Vergnügen und schauen Sie es mal für Ihren Bereich an. Also für ganz Baden-Württemberg gibt es diese Karten. So, jetzt ist die Frage, was macht man damit? Ich will ja nicht diesen ewigen Verbrauch von Land haben. Das soll ja nicht funktionieren. Hinter diesem ganzen neumodischen Kram, in Anführungszeichen, hinter den Hochglanzprospekten von Neubauten, in zweiter Reihe steht nämlich Altbau. Und den Altbau, den übersehen wir immer ganz gerne. Zum Teil ist es auch so, dass er einfach nicht wirklich gepflegt ist. Aber dieser Altbau macht 75% unseres Bauvolumens aus, also unserer Gebäude, die wir in Deutschland haben. 75%. Dann ist es so, besonders in unserem Bezirk bedeutet Altbau eher, das sind so die größten Wohngebiete aus den 70er, 80er und 90er Jahren.
Das sind große Einfamilienhäuser auf großen Grundstücken. Was in diesen Altbaugebieten aber der Fall ist, und das ist in jedem Altbaugebiet der Fall, mit der Zeit gibt es einen demografischen Wandel. Die Kinder ziehen aus, die Häuser werden nur noch von einem Ehepaar oder vielleicht auch nur noch von dem Ehegatten oder Ehefrau bewohnt. Sie sind eigentlich viel zu groß, die entsprechen nicht mehr den Anforderungen, die die Leute eigentlich an dieses Wohnen haben. Sie sind damit sogar überfordert, weil sie es nicht mehr bewirtschaften können. Und dann ist die Frage, da ist ungenutzter Raum da. Was machen wir denn damit? Dann ist es so, wir haben ländliche Gebiete, also Außenbezirke zu den Dörfern. Das nennt sich bei uns sind das Weiler. Unser Dorf hat 96 davon. Die Weiler ist das Ganze noch schlimmer, weil die Jungbauern, Jungbäuerinnen wollen diese landwirtschaftlichen Gebiete eigentlich nicht mehr übernehmen, weil die zu klein sind. Die können das nicht mehr ernähren. Also kommt zu diesen leerstehenden Wohnräumen. In den Außenbezirken kommen noch große leerstehende Gebäude, also Scheunen, sonstige Teile, die man auch nutzen kann für sowas. Ja, und das ist so der Punkt, wo wir dann eigentlich angesetzt haben und gesagt haben, muss was passieren. Wenn man das nochmal rekapituliert, sage ich mal, ist das so, jedes Einfamilienhaus, was früher 4-Personen-Haushalt hatte, hat in der Regel eine Etage frei. Das sind so 50 Quadratmeter aufwärts bis 120, wenn man diese großen 70er-Jahre-Wohnungen nimmt. Das sind so kleine Beispiele, das ist so 60er, das ist 70er Jahre, nur dass Sie so eine kleine Vorstellung haben, wie so ein Haus eigentlich aussieht. Das wird von einem Ehepaar bewohnt, sowas. Wenn es jetzt also gelingt, dass wir die Erschließungssysteme so umbauen, dass diese eine Ebene benutzbar wird, separat, vermietbar wird, schlagen wir mehrere Fliegen mit einer Klappe. Und zwar einmal, es ist auf einmal Kapital da. Also wenn ich das vermieten kann, kann ich mit dem Vermieteten, mit den Einnahmen aus der Miete, kann ich jetzt ja solche Umbauten realisieren. Was auch sehr wichtig ist, diese ganzen Wohnungen, 70er, 80er Jahre teilweise auch noch, sind nicht auf dem Stand, wie sie sein sollten, was unsere Dämmung angeht. Und der Verbrauch dieser Häuser ist extrem im Normalbedarf, also um Wärme drin zu halten. Diese Sachen kann man dann mit dem anstehenden Geld aus den Vermietungen machen. Man kann die sanieren. Und man kann damit tatsächlich sich auch einen gemütlicheren, einfacheren Lebensabend eigentlich gestalten. Auch wenn es ein bisschen schwierig ist, in Anführungszeichen, da komme ich noch kurz drauf. Und zwar, wenn das alles so einfach wäre, warum macht es denn eigentlich keiner? Also das ist jetzt meine Frage auch gewesen in unserem Dorf. Jeder beschwert sich, oh, mein Grundstück ist zu groß, ich kann nicht mehr und das geht nicht mehr. Aber es macht keiner was. Warum? Ja klar, die Komfortzone wackelt natürlich. Also die Vorstellung vom Eigenheim in freier Natur, da kann ich machen, was ich will, die gibt es so nicht mehr. Die muss man so langsam in Frage stellen. Und dann ist so, ich habe natürlich auch weniger Wohnraum zur Verfügung. Ich habe nicht mehr so viel Lagerfläche. Komischerweise ein ganz extremes Argument jedes Mal. Ja, wo tue ich meine Sachen denn hin? Dann ist es so, ich habe auf einmal einen Fremden im Haus. Das wollte ich ja gar nicht. Ich habe ja ein Einfamilienhaus. Wie soll denn das gehen? Das kann ich nicht machen. Also je älter die Bewohner sind, desto schwieriger ist es, da umzusteigen und klar zu machen, dass ihre Wohnsituation eigentlich besser würde, weil ihr kriegt ja Leute, die euren Garten betreuen. Die können ja auch für euch andere Sachen machen. Es gibt eine ganz andere Gemeinschaft da drin. Ist also aber nicht so einfach. Nächstes Thema ist, ja, es gibt Vorstellungen, wie könnte man sowas machen, aber eigentlich ist dann immer das Problem, da fehlt eine Anleitung, wie kann ich das umsetzen? Irgendein Rezept, was muss ich denn tun? Wo kriege ich Zuschüsse? Was soll ich machen? Also das ist nochmal eine Scheune, wollte ich auch noch sagen. In den Außenbereichen diese Scheunen, das sind 50er-Jahre-Scheunen, die sind Modulscheunen und die haben den Vorteil, dass genau in so ein Ding ein Reihenhaus reinpasst. Also je nach Modul, in Dista, in die hier vorne gezeigt ist, da würden etwa 5 Reihenhäuser reinpassen. Ich könnte also im Außenbereich mit solchen Scheunen und mit den überzähligen Flächen aus den Wohnungen wirklich schöne Wohnhöfe bauen mit altersdurchmischter Struktur. Da wäre Wohnen wieder lebenswert. Das würde wieder funktionieren, es würden neue Nachbarschaften entstehen. Also wenn ich das mache, wäre die Natur der Gewinner komplett, weil ich könnte damit verhindern, dass zu viel Energie verwendet wird. Das CO2-Einsparung wäre extrem, weil eben der Altbau angepackt wird. Das sind 75%. Mit Neubauten in Form von Plusenergiehäusern, Passivhäusern kriegen Sie unser 2-Grad-Ziel überhaupt nicht in den Griff. Das geht nur über den Altbau. Deshalb sind solche Modelle, wie wir sie jetzt entwickelt haben, eigentlich sehr wichtig. Ja, und dann ist so, immer noch nichts passiert. Und da setzen wir an, weil so nach dem Motto, wenn der Patient nicht zum Arzt kommt, dann geht der Arzt halt zum Patienten. Mit anderen Worten, wir bieten auf Wunsch kostenlose Beratungsgespräche an.
Das haben wir mit meiner Heimatgemeinde Bodeneck zusammen gemacht. Wir haben auch Zuschüsse übers Land bekommen, über die Wohnbauinitiative 2021. BW sind wir auch finanziert, sehr erfreut waren wir darüber, dass das ging. Und das läuft so, dass es in den Verbandsgemeinden abrufbar ist. Sie müssen sich bei unserer Gemeinde melden und sich anmelden für ein Beratungsgespräch. Dann komme ich in der Regel, was ein bisschen schade war, weil die Kammer hat sich nicht so richtig mit eingeschaltet. Also da sind wir immer noch dran. Das geht eigentlich nicht, dass die Kollegen das irgendwie, keine Ahnung, unterm Radar haben, obwohl das sehr wichtig ist. Ja, und dann ist so, wir haben noch einen kleinen Flyer dazu entwickelt, den wir vorab schicken, damit die Leute wissen, was auf sie zukommt oder sich auch schon mal Gedanken um das Thema gemacht haben. Wie wohne ich denn eigentlich gerade? Wie ist meine Wohnsituation? Wie will ich denn wohnen? Wollen meine Kinder vielleicht da einziehen? Oder was will ich denn eigentlich haben? So, dass wir ein Gesprächsthema haben, wenn ich da bin. Also, dass das nicht einfach aus dem Blauen entsteht. Gibt es noch eine kleine Liste dabei. Da steht dann drauf, welche Pläne zur Verfügung stehen sollten oder welche Materialien am besten, Baugesuchspläne oder solche Sachen. Und dann geht das los mit einem Gespräch vor Ort. Es gibt einen Ortstermin, ich schaue mir die Gebäude an. Es gibt lange Gespräche mit den Leuten, da wir auf dem Land sind, dauern die manchmal ewig. Es gibt nämlich oft Kaffee und Kuchen, was Spaß macht. Sehr interessant ist, weil die Gespräche um alle möglichen Themen sich dann orientieren. Ist echt super. Und was wir gemacht haben, obwohl das Ministerium gemacht hat, nee, nur Beratung, sonst nichts. Wir haben gesagt, es geht nicht. Die Leute müssen ja was davon haben. Normalerweise ist das so, wenn dann so ein Architekt in ihr Haus geschwirrt ist und mit dem haben sie sich zwar 2 Stunden lang unterhalten, aber ein halbes Jahr später, was haben wir denn da noch gehabt? Weil diese Umbausachen müssen ja mal ein bisschen wachsen. Man muss das mit den Kindern mal diskutieren, man muss mit den Nachbarn diskutieren. Also braucht man was in der Hand, eine Diskussionsgrundlage. Also bekommen die von uns eine Plangrundlage mit dem, was wir besprochen haben. Auch eine kleine Beschreibung noch dazu, damit sie wissen, aha, das war gedacht. Und das kann man als gute Diskussionsgrundlage verwenden und ja, dann läuft die Sache. Ob die dann was umbauen oder nicht, steht noch in den Sternen, das wird aber von unserer Gemeinde nachgehalten. Die rufen das schon mal an, passiert eigentlich was, macht ihr was, einfach um das ein bisschen zu evaluieren, was passiert denn da eigentlich oder hatten wir ein bisschen Erfolg in Anführungszeichen. Ja, und dann ist so, wenn dann einer umbauen möchte, muss er natürlich nicht uns nehmen, das ist völlig frei, das machen wir auch ausdrücklich klar, die können das mit jedem machen, mit dem sie es gerne machen möchten. Einfach nur, um sie auf das Problem aufmerksam gemacht zu haben und zu sagen, Leute, hier ist was. Um auch nochmal die Reichweite nochmal darzustellen. Unsere Gemeinde hat 3000 Einwohner. Wenn ich das jetzt nur über diesen, unternutzten Raum mache, kriege ich locker 1000 Einwohner mehr hin, ohne überhaupt ein Haus mehr bauen zu müssen. Ich kann natürlich in den Bereichen auch noch nachverdichten, weil große Wohngebiete sind Häuser, die sehr weit auseinanderstehen, auf zu großen Grundstücken. Ich kann also auch die Straßenräume schließen, ich kann sogenannte Clusterhäuser in die Innenteile setzen. Da gibt es tolle Studien der Uni Graz und Wien. Ich kann da die Einwohnerschaft auf das Vierfache erhöhen, ohne dass ich meinen Siedlungsraum vergrößere. Muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Dazu fehlen aber derzeit einfach zu viele, es fehlen die entsprechenden Anreize für die Gemeinden und für die Bürger selber. Also es gibt nicht die entsprechenden Zuschüsse im Bereich der Sanierung. Es müsste auch das Planungs- und Bauordnungsrecht geändert werden dazu. Und unsere Bodenpolitik muss sich ändern, damit wir überall in diesen Bereichen auch was davon haben. Das ist so das Programm, was bei uns so läuft. Wir haben bei den Gesprächen festgestellt, dass es eigentlich noch wichtiger wäre, sich gleich mit den Kindern unserer Klienten zu unterhalten, weil das sind die, die ja später bauen, die später da einziehen wollen oder die irgendwas umbauen wollen. Und das ist natürlich das Wichtigste, die zu erreichen und gleich am Anfang zu sensibilisieren, wie man ressourcenschonend mit den Flächen umgehen muss. Also warum muss ein Haus so groß sein? Warum? Wieso muss die Garage größer sein als mein Nachbarhaus? Warum? Also ist eine Frage an die Architekten, auch an alle, an uns. Wir müssen den Leuten klar machen, das braucht man nicht. Man braucht es wirklich nicht, auch nicht aus Komfortgründen. Das ist so das, was bei uns dahinter steht. Und was ich dazu noch sagen wollte, bei uns gibt es einen Paragraphen, der stammt aus dem Grundgesetz. Das ist der Paragraph 14, vielleicht jedem bekannt, ich weiß es nicht. Da drin steht aber Eigentum verpflichtet. Das bedeutet, ich kann alles, was ich mit meinem Eigentum mache, hat Einflüsse auf meinen Nachbarn, auf meinen Nächsten und die Umwelt. Und aus dem Verständnis raus kann ich natürlich nicht einfach bauen und nutzen, wie ich möchte. Das als Anregung an alle. Vielen Dank.